So. Sind wir denn jetzt endlich weg von all diesen Wasser-Pokémon? Es sieht ganz danach aus. Es sind zwar jetzt wieder die Dings-Pokémon, der Typ mir aber so als immerhin mal irgendein Tapetenwechsel. Ja. Feuer ist weg. Machen wir jetzt Magnetschild. Passt genauso gut. Kinder! Jetzt kommen die ganzen Kinder wieder, ne? Und das setzt mir erstmal richtig zu hier. Wie auch kein Dom. Bleib jetzt hier. Übrigens, findet ihr das nicht auch super sinnvoll, dass die Polizisten, wenn sie doch Giovanni schnappen wollen, hier einfach nur rumstehen, anstatt sich mal weiter ins Höhleninnere zu bewegen? Es ist mir in der letzten Session aufgefallen, als ich in der Rocket Base war, wo wir Giovanni schnappen wollten. Die sind ja einfach nur, die standen einfach nur auf der Stelle. Warum machen sie das? Das ist total random und sinnlos. Das passiert eben, wenn man die Seiten austauscht, das heißt die Bösen gegen die Guten ersetzt und dann dasselbe machen lässt. Ja, dann ergibt das keinen Sinn, warum wir einfach nur rumstehen sollten. Ey, ich kann wieder nicht runterlaufen. Aber who cares, ich komme ja eh hier hin. Moment, ist das nicht sogar so, dass wenn ich einen falschen Ausgang nehme, dann wieder am Anfang bin? Ach, nee, da ist jemand. Und ich soll natürlich machen. Wieso habe ich eigentlich nie was gegen euch, ey? Also wenn ich mit Money spiele. Ärgerlich. Das war jetzt auch nicht ganz so clever. Oh Mann. Meine Entscheidungen heute sind. Meine Entscheidungen heute sind nicht so gut. Wow. Ja, die Spannung frisst mich heute förmlich auf, ne? Also ist ja unglaublich. Was ist das denn? Was hat der denn hier gemacht? Ey, soll ich nicht alle Trainer finden, jemals in diesem Bereich? Was hat der hier was angerichtet für einen Scheiß? Ich möchte doch hier niemals alle Trainer finden, oder? Und da komme ich aber schon wieder nur raus, ganz unten. Ja. Keine Lust, denn ich müsste dafür alles das nochmal machen und das Ganze klicken. Nein, nein. Oh, ich bin drüber. Oh, denke ich, was machst du denn da für magische Dinge? Das kannst du ja ganz gut eigentlich. Außerdem kann ich mich jetzt so ein bisschen besser umgucken, ob ich nicht vielleicht mit übersehe hier. Rankier, du bist ja wirklich die ultimative Cheaterin, muss man sagen. Rankier cheatet einfach in ihre eigenen Waffen. Es ist eigentlich. Hey, es ist mein Geheimversteck, da darf ich auch meine Regeln befolgen. Ha! Na gut, wir machen das mal. Wir tun mal so, als ob ich das jetzt hier richtig töten würde. Ich komme jetzt also von diesem Eingang rein, ja? So, ich komme jetzt von diesem Eingang rein. Oh, der Stein war schwer zu legen. Ups, ich habe ihn aus Versehen rübergeschoben über alles. Moment, aber ich bin nicht da. Dann darf ich nicht durchlaufen. Entschuldigung, da darf ich nicht durchlaufen. Oh, ich hab's falsch gemacht. Ups, nee, Moment, das ist so, das ist wieder so ein Fake-Stein, da kann man den richtigen Stein dann drüber schieben. Das heißt, es war alles korrekt. So. Jetzt gehe ich natürlich hier durch. Oh, Moment, da bin ich gerade aus Versehen über die Kante gelaufen. Entschuldigung. Und ach, scheiße, jetzt bin ich nicht ganz den Weg gelaufen. Mensch, wie konnte mir denn das passieren? Ja, oh fuck, jetzt habe ich den Stein da aus Versehen da ran. Oh Mann, also. Was ist denn mit mir los heute? Ja. So, welche Richtung geht's denn jetzt an mir? Da oder da? Ich gehe mal wieder. Wo geht's beim anderen rein? Macht das irgendeinen Unterschied? Ja, macht's da jetzt welche sogar. Nee, dann mache ich, komme ich doch wieder nur, genau, da oder da raus. Das macht also keinen Unterschied. Ja, hör mal, richtig. Ja, genau.
Das ist völlig egal. So, okay, das machen wir jetzt aber richtig. Komm, das machen wir jetzt richtig hier. Zack, zack. So. Oh Mann, dieses Rätsel, ey. Dieses heftige Rätsel. Wie löse ich es nur? Moment, das geht ja wirklich nicht. Doch, aber ich bin bescheuert. Wow, was war der Impfkontakt? Was ist mit dir los heute? Warum siehst du mich von so weiter Entfernung? Hat der Leute dann richtig geschrieben? Ich habe das gar nicht gesehen. Das sah komisch aus gerade. So, du bist jetzt ein Vorstand, oder? Bist du ein Vorstand? Wahrscheinlich. Ja, du bist ein Vorstand. Das heißt, diesen Kampf spulen wir nicht durch. Aber du kriegst gleich was richtig Tolles ab, hoffe ich. Oh nein. Bitte nicht, Amnesie. Wie soll ich damit nur fertig werden? Das ist ganz schön heftig. Was ist mit deiner 7? Mach wenigstens die Hälfte. Ja, doch, klar. Gut, ja, ich wollte diese Animesie, genau, Anime, das ist, wenn man in Anime verwirrt ist, dann hat man Animesie. Ich wollte diese Amnesie-Animation nicht haben. Das ist komisch. Was ist das für ein Wort? Amnesie-Animation. Boah, das ist voll schwer. Amnesie-Animation. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Wow. Amnesie-Animation. Was hat der mit dieser Höhle angestellt? Was hat der hier gemacht? War da das völlig ausgerastet bei dieser Höhle durch den Einbruch? Wow. Achso, das ist ja, dann kommen wir jetzt zurück, Moment, ich muss erstmal wieder heilen. Nebenbei bemerkt. Oh, da haben wir noch 5 davon. Oh Mann, dieses Rätsel hätte ich noch nie gelesen können. Also, ganz neues Rätsel, wie geht das? Dieses Rätsel habe ich noch nie in irgendeinem Pokémon lösen müssen. Also, boah, scheiße, ey. Das war hardcore. Ich sehe, dass wir gleich einen Bosskampf haben. Oh, Erdbeben, dankeschön. Hier gibt es immer Erdbeben zu finden. Moment, das ist ja sehr gut, denn ich hatte. Wow. Moment mal. Das bringen wir doch direkt mal bei. Das heißt sogar Earthquake. Können sehr viele lernen, aber Boris, bitte. Also mehr erwarte ich hier gar nicht, als dass du endlich mal Erdbeben oder sowas hast. Steelclaw, weg damit, bloß weg damit, ey. Endlich muss Boris auch mal was können. So, jetzt kommt gleich Bosskampf. Ich denke, es ist tatsächlich nicht verkehrt, wenn wir noch mal ihn heilen. Und Stäbchenkampf haben wir jetzt besiegt, so schwer wird es schon nicht sein. Wie schön! So, nun wollen wir doch mal den finalen Kampf gegen die Polizei unternehmen. Oh, der Real Deal, sagt er. Bin gespannt. Maxi! Der Name, der einfach gleichgelassen wurde vom Original. Geil. So. Ja, wollen wir doch gleich mal unser neu erlerntes Erdbeben nutzen. Ich hätte die Attacken noch mal rotieren können, aber. Du möchtest, dass ich noch stärker werde. Applaus. Für diese Intelligenz. Ich werde ja wohl durchkommen. Wow, das hat mir 10 Schaden gemacht. Krass. Kannst mich gerne weiter boosten, wenn dann bei einem Verwirrfall nur 10 KP Schaden passieren. Du kannst nichts ausrichten. Und jetzt komme ich durch, nehme ich da. Der hat sogar schon 1 KP Schaden genommen oder so. Ja, Boris. Boris, du bist mir aber ein Schelm. Möchtest du vielleicht heute noch angreifen? Ja, möchtest du sogar. Okay, ich erwarte. Genau das erwarte ich, genau das. Gut.
hat nicht gereicht. Wirst du schneller als ein... Nee, ich trau dir das nicht zu, dass du schneller bist. Ich trau's dir nicht zu, deswegen muss ich auf deinen Astro switchen. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich möchte nicht riskieren, dass es dann einfach weg ist. Da gibt's eine 8 für dich. Der Fein 8, es kommt eine 8. Ja, sehr gut. Und das war noch nicht mal der Trankbereich. Also das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal eine gute Mangeltruck raushaue, dann müsste ich es haben. Und so wie ich mein Glück kenne, wisst ihr was, ich versuch's gar nicht erst. Es war sogar der Trankbereich. Wow. Ich wollte es mit Burrow eigentlich in Safe Kill machen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Flame Ring macht er erstmal. Oha. Ja komm, hier. Hör auf rumzuspielen und kämpf wie ein Mann, ey. Nochmal eine 8. Das würde aber nicht reichen, ey. Nee. Barrow. Ich will so ein bisschen verarschen. Ich hätte natürlich jetzt eine andere Attacke einfach machen können, aber nö. Ich will eh mit einem Barrow besiegen. Denn jetzt wirst du nämlich selber eingebuddelt und zwar in den Sarg. So, und was hast du als letztes? Ich hab mich schon gefragt, ob du Erdbeber lernst, ehrlich. Und da Magnitude einfach so scheiße unzuverlässig ist, ich werde Magnitude endlich weghauen, ehrlich. Natürlich sind 9 und 10 stärker, aber es ist einfach viel zu blöde auf Dauer, das zu benutzen. Metalox. Okay. Money? Nicht. Der ist schon auf 41. Schau mal. X-Bud vielleicht? X-Bud. Tatsächlich. Das bringt mir gar nichts. Aber genauso will ich keinen Zubelschaden machen. Ja, 10. Wie viel mache ich dir? Wahrscheinlich noch viel weniger. Bäh. Ja komm, dann tausche ich wieder aus. Das ist ja auch beschissen. Was mache ich denn da jetzt am besten? Kann ja jetzt ewig dauern noch, ey. Ich meine, ich hab's ja im Grunde schon so gut wie, oder? Obwohl, vielleicht Storm effektiv. Wir werden's ja gleich sehen. Das ist es sogar. Ja gut, dann werde ich jetzt einfach einen Hypertrank nochmal benutzen. Und weiter mit Storm angreifen. Und dann habe ich's ja irgendwann gleich. Oh, du möchtest deine Werte erhöhen, das ist aber nicht so schön. Möchtest du vielleicht einen Volltreffer machen und reißt auf jeden Fall aus. Verdammt. Es ist noch nicht vorbei, ey. Das wird jetzt ausreichen. Was? Was? Da reicht es eben nicht aus. Pech gehabt. Dann macht es eben Dinosaur. Und mit dem finalen Treffer. Oh, Dinosaur war schon. Hohes 35. Das ist gut. Der muss auch mal so langsam wieder nachziehen. Er muss. Du bist so stark. Du bist so stark. Oh. Ja. Krasse Action hier wieder. Man merkt. Ja, bist du jetzt Aklablablabla oder Drachmus? Hab den Namen. Ich hab mir nur einen gemerkt. I got a text from an officer. Oh ja, genau. Ja, Dragonos war es von den beiden. Das kann nicht gut sein. Das kann einfach nicht gut sein. Hey. Hier ist richtig die Scheiße am Dampfen. Wollen wir mal gucken, was draußen los ist? Oh nein. Das ist eine überraschende Wendung des Schicksals. Boah, irgendwie sind die Töne von der Musik so also ein bisschen komisch, aber die machen so ganz so. Das machen die normalerweise nicht, auch wenn die Musik so klingt. Na schön.
Ihr wisst, was bald ansteht, ne? Und diesmal werde ich nicht so blöd sein und einfach dann in. Oh nein, ich weiß nicht. Diesmal werde ich nicht so blöd sein dann und einfach in den Kampf reingeworfen werden, sondern werde vorher abspeichern, damit ich auf keinen Fall das Pokémon nicht einfange. Ich weiß, es war sehr schön mit Kaosune in Quarz, aber. Nee, das kann ich nicht nochmal riskieren, ey. Das kann ich auf keinen Fall nochmal riskieren. Ich wollte bloß, dass sie die Musik auf euch wirken lassen, wenn sie vorgespult ist. Mir wollte ich das gar nicht machen.